Ich bin Doris Kjunk aus Würzburg. Ich sitze hier in meinem Aikido-Dojo, wo wir normalerweise eigentlich jeden Tag trainieren können. Aikido ist eine Kampfkunst, wo sehr viel mit Kontakt und mit Bewegung und mit gegenseitig Angreifen auch gemacht wird. Das können wir zurzeit leider nicht, weil die Corona-Ausgangsbeschränkung besteht. Und deswegen nehme ich jetzt hier für euch ein Video auf von unserer Aufwärmroutine. Die können wir daheim auch gut machen. Und dann bleibt ihr einfach ein bisschen beweglich, ein bisschen gedehnt, bis wir hoffentlich bald hier wieder zusammen trainieren können. Und wir haben jetzt einfach mal ein iPad genommen. Die Akustik vom Raum ist jetzt nicht so günstig, aber da kann man vielleicht fürs nächste Mal dann noch was machen. Ja, es kann aber auch jeder gerne mitmachen, der noch nie Aikido gemacht hat. Probiert es einfach mal aus und guckt, wie sich das für euch anfühlt. Gebt ein bisschen Acht bei Bewegungen, die vielleicht unbekannt sind. Aber ansonsten spricht da gar nichts dagegen. Das kann jeder einfach ganz normal mitmachen. Am besten mal eine Yogamatte oder einen dicken Teppich oder sowas unterlegen und dann einfach mal mitmachen. Okay, wir sitzen immer so am Anfang, wir verneigen uns dann auch alle zueinander. Das ist so das Anfangsritual vom Training, das wollt ihr auch mal mitmachen. So, und jetzt erstmal die Beine wieder ausstrecken, ein bisschen ausschütteln. Und als erstes lege ich jetzt meinen Fuß mal so hier rüber, dass ich gut dahin komme. Jetzt die Zehen beide Richtungen ordentlich dehnen. Immer einfach schauen, wie sich das anfühlt, auch den Fuß in sich verdrehen. Und die Zehen einzeln. Und bei diesen ganzen Sachen, die wir da so machen, auch darauf achten, den Tag so ein bisschen hinter euch zu lassen, mit den Gedanken nicht in der Vergangenheit und irgendwo hängen oder bei dem, was danach vielleicht dann jetzt ansteht, sondern einfach bei dem sein, was ihr jetzt gerade tut und auch gut in euch reinspüren, den ganzen Körper ankommen. Und jetzt die ganze Fußsohle mal mit beiden Daumen ein bisschen drücken, massieren. Achillessehnen, Knöchel auch ein bisschen ausstreifen und kreisen. Und dann ausschütteln, die Hände halten den Fuß und machen die Bewegung. So, und jetzt das gleiche mit der anderen Seite. So, für die nächste Bewegung setzen wir mal ein bisschen seitlich, damit ihr das gut seht. Also die Beine jetzt so ranziehen zum Körper, hinten abstützen, damit der untere Rücken gut gerade bleibt. Aber auch nicht so drin hängen, hier rund werden oder die Schultern hochnehmen, sondern hier ein bisschen gut unterstützen. Und dann die Knie so nach rechts, links ablegen. Oberkörper kann immer ein bisschen in entgegengesetzte Richtung gehen. So, ich drehe mich jetzt wieder nach vorne. Jetzt ruhig mal die Füße auch ein bisschen auseinandernehmen und gucken, ob wir die Knie weiter runterdrehen können bis zum Boden. Aber nur, wenn es sich okay anfühlt. Ne? So.
halten hier mit den Händen, ein bisschen in den Hüften wippen, versuchen da Raum zu geben, locker zu lassen, die Bewegung leicht laufen lassen, Bauch gut nach vorne bringen. Und dann wieder zur Ruhe kommen, ich drehe mich wieder zur Seite. Jetzt die Füße einzeln halten und so nach vorne ausstrecken, wenn geht, sodass die Beinunterseite Kontakt mit dem Boden bekommt. Wenn ihr da Schwierigkeiten habt und nur bis hier kommt, dann kann man zum Beispiel so als Unterstützung hier jetzt einen Gürtel an die Fußsohle nehmen und dann so nach vorne gehen und halten und sich so ein bisschen vorziehen. Also das dehnt dann ein bisschen mehr den Bereich, an dem man dann eigentlich hängt. Ne? Genau, also das hilft da ein bisschen. Und so als nächstes jetzt die Beine ein bisschen auseinander machen, öffnen, soweit es geht. Und der Seite soll auch gut Kontakt zum Boden kriegen. Und die Hüfte soll frei beweglich sein, ein bisschen rechts, links probieren, nach vorne, hinten. Und also nicht so arg an so eine Grenze gehen, dass man schon das Gefühl hat, man verspannt sich vom Oberkörper, das ist dann eher ungünstig. Also setzt euch so, dass ihr entspannt und frei atmen könnt. Und dann einatmen. Und zur Seite mit ausatmen, den Fuß greifen, wenn es geht. Oder wie gesagt, da kann man auch den Gürtel zur Hilfe nehmen, wenn man braucht. Und den Atem weiter fließen lassen. Vielleicht, wenn ihr könnt, mit jedem Ausatmen ein bisschen weiter nach unten kommen. Und wenn es nicht geht, dann ist es jetzt auch nicht schlimm. Es ist halt so, wie es im Moment einfach ist. Und wieder zurück zur Mitte. Wieder aufrichten, einatmen und zur anderen Seite. Und wenn man versucht, bei so Dehnungen seine Grenzen ein bisschen zu erweitern, also eher über ein Loslassen, über ein Atem einsetzen gehen, als über zu viel Druck. Also wenn man dauerhaft das Ergebnis haben will, also lieber einfach Geduld haben und langsam an die Grenzen rantasten und darüber raus. Und nochmal die erste Seite und dann auch mal über Kreuz greifen. Nochmal wechseln. So, dann als nächstes jetzt, ich lege mich mal ein bisschen schräg, damit ihr das besser seht, als nächstes einfach jetzt so auf dem Boden liegen, Kontakt zum Boden spüren, das Gewicht an den Boden geben, entspannt liegen. Und dann ein Bein aufstellen, so über das andere drüber legen, der Oberkörper dreht in die entgegengesetzte Richtung. Und den Atem gut weiter fließen lassen. Auch da die Grenzen spüren, ob irgendwo Druck sitzt, Spannung, die man vielleicht loslassen kann. Und wechseln. Und nochmal.
So, jetzt die Beine wieder lang lassen. Jetzt mal kurz liegen, ein bisschen nachspüren. Und dann die Füße wieder so aufstellen, zur Hüftbreite oder ein bisschen breiter. Beine entspannt lassen. Und dann von der Hüfte aus eine Rechts-Links-Bewegung anstoßen, dass wie eine Wellenbewegung durch den ganzen Körper läuft. Alles darf sich ein bisschen mitbewegen. Wieder zur Ruhe kommen. So, dann stehen wir auf jetzt. Und aufrecht stehen. Stabil, aber entspannt, aufgerichtet. Die Fußsohlen am Boden spüren. Und wenn man mit dieser Armbewegung einfach ausschütteln, es auch durch den ganzen Körper gehen lassen. So, wir klopfen jetzt die Beine als nächstes, außen nach unten, auf der Innenseite nach oben, über nach unten gehen, also ruhig die Beine richtig beugen, gucken, dass die Knie und die Fußgelenke gut übereinander stehen bleiben, also nicht irgendwie verdrehen. Weiter eben kommt. Und auch so fest, wie es angenehm ist für euch. Und den Atem spüren. Wenn wieder Einatmung kommt, was das an Bewegungen verursacht im Körper. Ausatmen. Und im nächsten Einatmen die Arme heben. Mit dem Ausatmen wieder sinken lassen. Und ruhig versuchen, tief einatmen, lang ausatmen, aber ohne dass es verkrampft wird. Schultern locker. Und macht euren eigenen Rhythmus, so wie es jetzt zu eurem Atem passt. Dann müsst ihr nicht nach mir richten. Gut, und jetzt mal beide Arme so nach oben bringen, ein Handgelenk greifen, die Seite richtig lang ziehen, diese Dehnung auch halten und noch ein bisschen verstärken, dadurch, dass man sich zur Seite rüber neigt. Mit dem Ausatmen gehen, wieder zur Mitte zurückkommen, einatmen und die andere Seite. Macht ruhig das auch mit eurem Atemrhythmus zusammen. Gut, und dann den Kopf ein bisschen rechts links neigen, als Wirbelsäule mobilisieren. Und dann noch rechts und links über die Schulter schauen.
Manche Bewegung findet an sich hier statt, auch bis in die Wirbelsäule reinspült. Wenn man will, kann man auch die Drehung ein bisschen größer machen. Schulter ein bisschen kreisen und auch spüren, wie groß das Gelenk die Bewegung zulässt. Dann spüren, was das macht. Brustkorb weitet sich, der Raum zwischen den Schulterblättern wird weiter, wird größer. Atemraum wird erweitert und andersrum. Und dann größere Bewegung, guck, dass er stabil steht vom Zentrum, also dass er nicht so rumschlingert damit dann. Und andersrum. Gut, dann so schräg gegenüber hier die Schulter klopfen. Man kann hier mit der Hand ein bisschen unterstützen, dann kommt man auch weiter hinter zum Rücken hin. Dann so den Arm außen nach unten, auf der Innenseite wieder mitnehmen. Die Rippenbögen hier mal ein bisschen mitnehmen. Hier die Seite vom Brustkorb. Und wechseln jetzt die andere Schulter klopfen. Gleichzeitig ein bisschen rauf und runter bis zum Bauch wieder hoch und dann ruhig auch mal so ein bisschen über Kreuzbewegungen dabei machen. Und ausklingen lassen. Ein bisschen nachspüren. Gut, wir machen jetzt eine Dehnung für die Handgelenke, mal die Hand zu heben, dass ihr reinschauen könnt. Ist die rechte jetzt bei mir, die linke so außen drauf. Die Finger greifen hier rum ums Daumen, um das Handgelenk. Und der Daumen drückt ihr aufs Kleinfingergelenk. Gut, Kontakt zwischen den Händen. Und dann auf euch zudrehen mit der gegriffenen Hand, ein bisschen nach unten gehen, ausatmen, dann hier so eine Dehnung entstehen lassen. Ne, wie stark die wird, also selber einfach spüren. Also ist nicht zu lummelig, aber schon, dass man ein bisschen was merkt, auch ruhig mal den Winkel ein bisschen ändern, nicht immer mechanisch die gleiche Bewegung machen, aber auch einfach in das Reinspüren, was man tut, was es mit einem macht, oder auch mal ein bisschen halten. Also das dann ruhig selbstständig auch ein bisschen variieren. Ne? Gut, dann andere Seite. Kotega Eshi, das ist auch der Name von einer Aikido-Technik, da gibt es dann auch verschiedene, jetzt machen wir mal diese eine hier und ausschütteln, richtig locker lassen. So, müssen wir die Füße zusammennehmen, dass man möglichst gut auf einem Punkt steht, indem wir so an den Hüften aufstützen. Und dann versuchen, also diese Achse zwischen den Füßen und dem Kopf zu halten und von den Hüften außen kreisen anfangen.
beide Richtungen auch immer wieder mal ein bisschen wechseln. Und versuchen mit den Fußsohlen gut Kontakt am Boden zu behalten, also entspannte Fußsohlen auch. Das ist auch sonst für viele Sachen, die wir machen, noch wichtig. Ne? Gut, und jetzt zu den Knien gehen. Die Hände einfach so auflegen und dann auch erstmal klein und langsam anfangen zu kreisen. Wer will, kann es größer, schneller machen, aber so wie es für eure Knie jetzt angenehm ist und gut ist. Ne? Auch Richtung wechseln. Gut, jetzt als nächstes ein bisschen breiter stehen. Beuge jetzt auf der einen Seite das Bein ein, also Knie und Fußgelenk auch gut übereinander ausrichten und dann so runtergehen, hier den Kontakt zum Boden noch halten, der Fußsohle, das Bein bleibt lang. Und dann zur anderen Seite die Füße auch ein bisschen nachsetzen, einfach wieder, dass es gut passt. Oberkörper entspannt lassen, also auch nicht so arg nach vorne abkippen dabei, wenn es geht. Und wenn ihr könnt, dann auch mal tiefer über den Fuß ganz runtersetzen, hier den Fuß aufstellen. Wenn es nicht geht, dann einfach weiter oben bleiben, das ist überhaupt kein Problem. So, und von hier aus dann mal ganz runtersetzen zum Boden. Jetzt erstmal die Beine wieder ein bisschen ausschütteln. Und wir machen jetzt, also es nennt sich Fallschule, das sind kleine halbe Rollen und dann im Halbaufstehen, ganz aufstehen. Das gehört zum Aufwärmen dazu. Wir machen dann danach nochmal anschließend auch noch ganze Rollen, also so weit gehen wir jetzt heute mal nicht. Und ich zeige das jetzt erstmal kurz hintereinander und erkläre ein bisschen was dazu. Und dann machen wir das zusammen nochmal fortlaufen. Also ich setze mich jetzt mal so hin, dass man es von der Seite sieht, mache es dann auch von vorne nochmal. Das eine Bein ist untergeschlagen, das andere aufgestellt, ich gucke in die Richtung, ich sehe den Raum und ich lasse mich nach hinten fallen, dann ziehe ich den Kopf ein bisschen an, der soll nicht auf die Matte kommen, die Beine lasse ich lang dabei. Und dann schlage ich das Bein wieder unter. Das machen wir ein paar Mal, dann wechseln wir die Seite, wenn ich das ansage und danach machen wir dann auch halb aufstehen, das würde jetzt so gehen. Ich richte mich über den Punkt praktisch hier auf, drücke das von den Beinen aus hoch, das Bein hinten bleibt leer. Und dann setze ich mich weich wieder runter und roll nochmal ab und komme wieder so hoch. Und von hier stehen wir dann ganz auf. Das mache ich normal so, dass ich über den Punkt rübergehe, gebe ich das auf den Fuß und den setze ich dann, dass ich auf dieser Linie stehe. Wenn es nicht geht, dann kann man von unten aus auch erst nur in diese halbe Position gehen, den Fuß hier mit aufstellen und sich so hochdrücken. Dann ist es einfach ein bisschen langsamer. Auch vom Tempo das so machen, wie es jetzt für euch gut ist. Ich zeige es, wenn wir runtergehen, nochmal von hinten. Also gucken, dass man dann mit dem Gewicht gut auf dem vorderen Fuß ist. Den hier so ablegen, wo man jetzt braucht. Ne? Runterkommen, weichen Kontakt und wieder hochkommen. Ne? Also das so machen, wie ihr könnt. Wichtig ist einfach, dass man nicht runterplumpst, sondern dass man einen weichen Übergang zum Boden kriegt. Jetzt machen wir erstmal ein paar Mal die eine Seite klein. Ausatmen, wenn er nach hinten geht. Gut, jetzt einmal wechseln, also ruhig im Sitzen. Das kann man auch in der Bewegung dann machen, aber so wie ihr könnt. Andere Seite. Mal halb aufstehen, gucken, dass jetzt Knie und Fuß auch, also sobald Gewicht drauf kommt, gut ausgerichtet sind. Und auch Oberkörper entspannt, locker. Wechseln, andere Seite. Beim nächsten Mal ganz aufstehen.
Nun hier bleiben, den Fuß hinten kurz setzen, dann wieder unterschlagen. Ich zeige auch noch von der Seite, ich wechsle jetzt auch. Auch nochmal die Seite wechseln natürlich. Gut. Und erstmal einfach stehen, Atem ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Und dann spüren, wie ihr steht. Gewicht ist auf beiden Füßen. Ich gehe jetzt mit so einer leichten Drehung mal von einem Fuß in den anderen rein. Das heißt, ich verlagere das Gewicht. Es ist auch bei vielen Sachen, die dann noch kommen, wenn wir Partnerbewegungen machen, Ausweichbewegungen ist wichtig. Und das ruhig bei dieser Bewegung auch schon spüren. Den Blick ruhig nach vorne ausgerichtet lassen. Schultern locker, entspannt. Seite hier, auf der das Gewicht nicht ist, kann die Hüfte nach unten fallen. Weil die brauche ich jetzt nicht, um das zu unterstützen, also nicht so hochziehen, sondern fallen lassen, das auch versuchen zu spüren, was ihr macht. Und gut bei euch bleiben mit eurer Wahrnehmung innen, aber auch nach außen in den Raum gehen lassen. Aber nicht dadurch, dass man so jetzt irgendwie rumguckt, sondern ein bisschen konzentriert bleiben. Und dann zur Ruhe kommen. Und mal absitzen wieder, hier am Anfang, wenn man kann. Ansonsten Schneidersitz ist auch möglich. Also von da an geht es jetzt normalerweise weiter in Ausweichbewegungen, Rollen, in Partnerübungen. Und ich habe bis jetzt, also vor Corona, eigentlich dieses ganze Video machen und so weiter eher ein bisschen abgelehnt, weil ich denke, Aikido lebt ja hauptsächlich von dem direkten Kontakt, auch von der Energie, die direkt auf der Matte entsteht. Aber wie gesagt, vielleicht ergibt sich das auch, dass ich in der Richtung dann auch mal einfach ein paar Videos mache oder so. Müssen wir schauen. Und ja, das nehmt es einfach mal so mit, übt ein bisschen damit. Wenn ihr da irgendwie Fragen dazu habt oder Anregungen, Wünsche, Kommentare, dann kann man das ja einfach dann eingeben auch. Dann lese ich das und werde mich dann auch darüber freuen und mich äußern. Und ja, das war jetzt unser erstes Video dazu und ich hoffe, es gibt auch noch einige weitere und ihr werdet auch was damit anfangen können.